Die meisten Jungs gehen in Clubs, Bars oder auch zu Homepartys, um neue Menschen kennenzulernen. Meistens ist dabei der Fokus genau auf das andere Geschlecht gerichtet. Und so stellt sich schon zu Hause die Frage, was man beachten muss, damit das mit dem Ansprechen, Tanzen und vielleicht sogar noch Nummern austauschen wirklich klappt. Ein kleiner Leitfaden erklärt nun, worauf man achten sollte. Das Wichtigste beginnt schon zu Hause. Man sollte möglichst gepflegt aussehen und im besten Falle sogar noch so riechen. Duschen, rasieren und einen dezenten, aber auffälligen Parfümduft auflegen, gehört bei vielen Jungs zur Clubroutine. Fast genauso wichtig wie die eigene Körperpflege ist wohl die Kleidung. Dabei geht es aber nicht, wie viele anfangs vielleicht denken, nur darum, möglichst hip auszusehen, sondern primär darum, sich den Abend über wohlzufühlen. Es gibt nämlich nichts Anstrengenderes, als im Club mit unbequemen und vielleicht sogar noch zu dicken Sachen zu tanzen. Auch ist es nicht wirklich empfehlenswert, sich alleine in eine solche Lokalität zu begeben. Zwar ist es durchaus möglich, dass man schnell Anschluss findet und neue Menschen kennenlernt, doch wenn das Glück nicht mit einem ist, wird solch ein Clubbesuch sehr schnell zu einem einsamen und langweiligen Desaster. Auch sollte man den Alkoholkonsum in Grenzen halten. Vor allem, wenn man schon bei den Türstehern mit einigen Promille auftaucht, ist der Clubabend manchmal schneller vorbei, als es einem lieb ist. Da in Discos Getränke meist sehr überteuert sind, bietet es sich zwar an, schon davor zu trinken, doch auch hier ist die Menge entscheidend. Zumal es bei Mädchen nicht immer gut ankommt, wenn man sichtlich angetrunken ist. Auch ist es immer wieder wichtig, mit der richtigen Einstellung zu feiern. Wenn man niemanden im Club kennenlernt, ist das zwar vielleicht nicht wirklich erfreulich, doch amüsieren sollte man sich trotzdem, ob man nun mit weiblicher Begleitung nach Hause geht oder nicht.